Himmel. Das nicht zwei sind. So. Stufe 13. Ihre Stärke 1027 benötigt 130? Retten Sie Nikolas Spione, bevor sie hingerichtet werden. Töten Sie den Hauptmann der Wache, bevor er Verstärkung rufen kann. Also zuerst Hauptmann töten, dann Spione retten. Wahrscheinlich in der Reihenfolge, oder? Die Stadt fiel nur Stunden nachdem der Assassine die letzte Krähenfolge getötet hat, in die Hände der Borgia. Ein Großteil von Nikolas Spionen wurde gefangen genommen, also lag es am Assassinen, sie zu befreien. Die Spione wurden von den Schergen der Borgia gefangen. Verlieren sie nicht mehr als einen ihrer Spione. Verluste? Null. Ja. Das könnte interessant werden. Ah ja, guck, da komme ich von hinten ran. Hä? What? What? Können wir das nochmal machen? Bitte? Ich habe das nicht kapiert jetzt, oder? Ich habe das jetzt einfach nicht kapiert, oder? Ich stand doch an ihm dran und hatte das Symbol? What the fuck? Wenn halt manchmal die Anweisungen etwas eindeutiger wären. Schau mal, so, jetzt ist da einer. Den kann ich? Kann ich jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich wieder. Ja, ah ja, guck hin, guck hin. Der wollte... Ja, das ist natürlich kacke, wenn der hier den Typen befreien will, obwohl ich den anderen killen will. Die stehen so nah beieinander, dass wenn ich zu nah rangehe, das vorbei ist. Das ist das Problem. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich wie immer wahrscheinlich, aber guck mal. Vielleicht hatte ich ja jetzt einfach mal recht. Entschuldigung. Falscher Gang. Falle ich schon wieder auf, ne? Falle ich schon wieder unangenehm auf. Oh, 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 der könnte mir noch, der könnte mir noch. Yes! Sehr schön. So. Jetzt machen wir das in Ruhe. Tipp. So. Tschüss, schau mal. Ganz davon abhängig, nicht zu dem Typen stehe oder auch nicht. Ich will jetzt nicht retten. Irgendwie muss ich mich jetzt genauso hin positionieren, dass dieses Schlosssymbol nicht kommt. Da war es schon wieder. So. Jetzt hat er mich entdeckt und no. Oh. Das macht mich, also das macht mir jetzt kirre, hey. Das macht mir jetzt echt kirre. Die ärgern mich doch, oder? Liegt das an der Steuerung? Also ist das so? Kapier ich es nur wieder nicht, ne? Ihr habt das wahrscheinlich schon längst wieder durchschaut. Ich kapier's nur wieder nicht, weil ich zu dämlich bin. So, der ist ja mal eindeutig. Der macht ja überhaupt keine Schwierigkeiten hier. So, bam. Bam. Scheiß Neudeutsch. So. Da bringt er mir jetzt schon das Schlosssymbol. Jetzt schon. Wie zur Hölle soll ich dem jetzt eine aufstreichen? Jetzt ging's. So. Und damit befreie ich dich. Ja, das war jetzt echt eine knappe Geschichte einfach, ne?
aber so funktioniert es. Also man muss einfach nur weiter wegstehen und dann irgendwann warten, bis der Button kommt. Das ist der Trick. Also merkt es euch, wenn ihr das Level hier auch mal spielt. Geduld ist der Schlüssel. Viel ausprobieren und Geduld. So. Wo ist denn eigentlich der Hauptmann? Ah, da hinten ist ja noch der eine, ne? Da müssen wir auch aufpassen. So. Jetzt kann ich den wieder. Geht. Alles klar, beeil dich ein bisschen, weil sonst kommt der andere. So, damit bist du befreit. So, und wir hauen ab. Schnell, 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 schnell. Weg, 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 weg. Tischchen, Tischchen, Tischchen. Oh, jetzt wird's interessant. Bist du der Hauptmann? Offenbar. Machen wir es mal unauffällig. Und du auch. Ha! Zack! Und befreien. So. Jetzt suchen wir noch den Hauptmann, ne? War das so? Schauen wir mal schnell. Töten Sie den Hauptmann der Wache, bevor wir Verstärkung rufen können. So, wo ist der Hauptmann der Wache? Das hatte ich schon mal, dass ich so einen Offizier irgendwie töten sollte. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich diesen Trollis hier nicht über den Weg laufe. Okay. Du bist aber jetzt nicht ein Hauptmann, oder? Nee, du bist kein Hauptmann. Du bist eine normale Wache oder so. Das ist doch eine normale Dreierpatrouille. Warte mal. Wo könnte ich denn einen Hauptmann finden? Suche, suche. Klettern wir doch mal einmal hier kurz aufs Dach. Und schauen. Wo ist hier ein Hauptmann? Hauptmann! Yes! Hauptmann gefunden! Oh! Der Hoshi hier hat schon... Der hat schon einen richtigen Riecher gehabt. So. Bevor er Hilfe holen kann. Haha! Aber das muss gewesen sein, oder? Hauptmann? Dann gehen wir mal schnell in den Heuhaufen. Dann haben wir unsere Ruhe. Müsste ich jetzt eigentlich geschafft haben, oder? Hauptmann ohne? Töten Sie den Hauptmann der Wache, bevor er Verstärkung bekommt. Gucken wir mal. Kriege ich hier anscheinend keinen aktiven. Ja, ich habe es jetzt einfach geschafft und fertig. Wenn er mir den Sieg nicht anrechnen will, dann. Hab ich gern. So. Guten Tag. Wir machen den Ausgang. Eliminieren Sie sie. Haha. Kein Problem. Kinkerlitzchen hier. Du bist ein bisschen ekelhafter. Ach, guck mal hier. So, schön, zack. 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 Na. So. Dann haben wir den Kollegen. Der möchte auch nochmal. Gehst du baden? Gehst du baden? Ja, sehr schön. Da war noch ein zweiter. Da war noch ein zweiter. Wir warten kurz. Wir gehen am richtigen Eck raus. So. Jetzt rauf.
kurz durchwählen. Da ist er. Hopp. Irgendwie wieder kämpfen, 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 kämpfen. So. Haben wir das? Ja, ist doch schön. Haben wir doch gut gemacht. Das ist ein gutes Level. Das ist ein tolles Level. Gefällt mir gut. Und damit haben wir es wahrscheinlich erledigt, oder? Kommen noch mehr? Yeah. Yeah. Hä? Will mir keiner erklären, oder? Also wenn ihr wisst, warum ich jetzt den Hauptmann zwar offenbar, ohne dass er Verstärkung gerufen hat, getötet habe. Und ihn doch nicht getötet habe. Sagt mir Bescheid. Ich will es kein Wissen. So, was haben wir? Eine für alle. Stufe 14, ja, jetzt wird es mit den Stufen wieder knapp, ne? Retten Sie Niccolo mit Ezios Hilfe. Ezio. Che cosa Ezio? Lassen Sie sich bei der Befreiung Machiavellis nicht entdecken. Moment mal, retten Sie Niccolo? Lassen Sie sich bei der Befreiung nicht entdecken. Was? Oh, da gibt es ein schönes Schwert. Und eine epische Rüstung. Na dann. Das mit der Befreiung geht dermaßen in die Hose. Und vielleicht spiele ich das Level dann mal, wenn ihr nicht zuguckt. Und hol mir das Ding dann. Ich will euch da auch nicht immer nerven mit so Wiederholungen, aber ihr habt ja gemerkt, ne? Also wie soll ich das Spiel kapieren? Dass die Sinibur von einem Spion darüber informiert, dass die Borgia Niccolo gefangen genommen und weggebracht hatten. Es war an der Zeit, Ezio, den Meisterassassinen, zu informieren. Ezio wartet auf den Dächern in der Nähe. Ha, guck mal an. Das ist mal in der Nähe. Bin voll der Fanboy, hi! Ja, da merkt man schon den Profi, ne? Der hangelt sich darüber. Der scheißt sich da nix. So. Ich mach das auch mal so cool wie er. Hallo Ezio! Der Feind hat die Brücke blockiert. Folgen Sie jetzt hier, vielleicht hat er einen Plan. Das mache ich. Wieso sind die alle im Gehen schneller als ich? Das ist doch scheiße. Lassen Sie die Stadt mit Ezio. Ich kann nicht gehen. Hallo? Ah. Ich muss warten. Finden Sie den Weg. Finden Sie einen Weg zum Niccolo? Ja, das würde dann eher da oben sein. Es gibt natürlich Patrouillen. Ist der in der Kirche? Hopp. Oh oh. Oh oh. Nur einer. Okay, einer ist okay. Den habe ich ja relativ schnell. So. Jetzt sind die natürlich wieder arschaufmerksam auf mich. Das ist natürlich kacke. Mal kurz warten, bis sich die Situation etwas entschärft. Vielleicht kann ich aber auch so an denen vorbei. Drehen wir ja den Rücken zu. Puh. Schwein gehabt. Hopp. Ah, Schurke, dir werde ich geben. Hart.
Explosion. Keine Chance. So. Damit wird dieses Problem auch mal erledigt. Hallo, Niccolo. Sie wird von Watch, sie müssen einen sicheren Ort finden. Ja, wo läuft er denn hin? Und warum? Wo läuft er denn? Ja. Sicherer Ort, deine Mama sicherer Ort. Wo willst du denn hin? Jung! Jetzt sind das Spurten, dann spinnt der. Hallo? Kollege! Super. Na, ganz toll. Boah! Ameisennest hier oder was? So, der war notwendig. Entschuldigung, Verzeihung, es tut mir leid. Ja, genau, in den Rücken! Geht's dir gut? Du Hure! Wir treffen uns also wieder. Ich werde es nochmal spielen. Also nicht jetzt, aber. Und zu Ezio eskortiert, der versicherte, die Lage unter Kontrolle zu haben. Das Szene dankte Ezio für dessen Unterstützung und machte sich auf den Weg zurück in die vom Borgia besetzte Stadt, um seine Brüder im Kampf gegen die Belagerung zu unterstützen. Und dann ist es fertig. Guck an. Ah, ich habe zwei. Okay, so. Wo wollte ich denn hin? Was war das nochmal? Genau. Gewährt einen Präzisionsbonus. Genau. Gegen. Das kommt nämlich jetzt ein bisschen öfter vor. Deswegen holen wir uns das mal. Das ist teuer, ne? Kann ich mir da nichts mehr sonst kaufen? Kann ich mir die kaufen? Kräftiger Mehrfachhieb. Was kostet das alles? Was ist denn hier? Ich muss dafür bezahlen. So, dann gibt es halt jetzt keine Fertigkeitspunkte. Blöde Kuh. Ah, ich habe noch Schwert. So, schauen wir mal. Besser? Hm, ja, doch. Ja, doch. So. Haschischin-Klinge. Ist auch ein bisschen hübscher, ne? So. Ich guck mal kurz. Schon das letzte Kapitel wieder. Hm. Gucken wir mal. Stufe 14. Retten Sie Niccolo mit. Ah, ne, das war das. Das war das. That's it. War das schon wieder alle? Achso. Guck mal an. Haben wir die Erweiterung auch schon wieder durch? Ha! Ist ja lustig. Macht nix. Mal gucken, dass wir doch richtig sind. Genau. Ja, dann machen wir nochmal einen Auftrag, würde ich sagen. Entschuldigung. So. Ich habe mittlerweile auch neue Arten der Aufträge freigeschaltet. Freigeschaltet. Ist egal. So, Initiant. Und dann gucken wir uns mal einen Attentat. Ich mag Attentatsaufträge. Ich mag das gerne. So stärketechnisch sollte sich da nichts fallen. Wir nehmen uns einen Dieb mit. Was ist zu tun? Töten Sie alle im Auftrag genannten Ziele. Yay! Kill, 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 die, die, die. Lumpi, lumpi. Oh, hallo. Guten Tag, guten Tag.
Ja, die gucken mir schon ganz genau zu hier. Die beiden Herren von der Tankstelle. Was ist denn der andere? Da hinten. Dann holen wir dich zuerst. So. Nummer uno. Hoppala. Geht er denn hin? Ah. Ja, dann machen wir doch frontal. Das ist halt so ein paar Wachen dazu, aber das haben wir eben erledigt. Wo läufst du denn hin? Bleib doch da. Bleib doch da. So. Damit. Nanu? Wo ist er hin? So, außerhalb des Fluchtgebiets. Kriegen wir hin. Mal kurz klettern. Hopp. 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 Bitte, 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 bitte. So, darüber. Darunter und yay! Oh, komm schon. Komm schon. Ja. Von der Höhe jetzt nicht wirklich spektakulär, aber schick. Ja, kann man bestimmt auch wieder verschmieden oder so. Holen wir uns vielleicht die nächste Mission. Ja, levelt auch den Assassinen so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wo Top-Level sind oder so, also wo die Level-Cap ist. Das finden wir heraus. Man kann von hohen Orten aus einen Todessprung ausführen, aber man sollte aufpassen, dass es ein Heuhaufen in der Nähe ist. Warum liegt da eigentlich Stroh? Finden Sie im Blöden sich drüber mit der geheimen Lieferung. Geheime Lieferung, ich mag geheime Lieferungen. Jetzt hier mal keinen Scheiß hier. Ah, fuck! Das wollte ich jetzt nicht. Na egal. So. Das geht ja bei uns jetzt hier relativ fix, aber. Dafür sind wir einfach schon zu kräftig. Eigentlich, das ist jetzt. Jetzt machen wir mal den Berserker hier, ne? Jetzt lassen wir mal den Berserker hier rausnehmen. Dafür sind wir ja Kämpfer. So. Oh, du Schurke. Na? Will nicht mehr. Ist schon gut. Ist schon. Lass ihn doch. Das ist ja lustig. Tja. Da läuft er stundenlang dem Affen hinterher. Und dann zu entscheiden, dass er sagt, naja, dann verschwinde ich halt sein Leben. Na gut. Soll mir recht sein. Ja, wo ist denn jetzt die Truhe, Herrschaft? Ah. Ja, auch nicht. So, einmal ums Eck und schnell sein. So, sorry. Jetzt tu nicht so überrascht, okay? Truhe. Sehr gut. Hopp. Na komm mal drüber. Wenn du es wieder nicht glauben willst. So, dann können wir schon wieder gehen. Ging hier flotti. Hopp. Und hopp.
Da komm hoch. Hopp. 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 Und hopp. So. Na, eine machen wir noch. Mach ich doch. Hoppla. Ja, ein Update, genau. Cesare Borgia war ein zielstrebiger Mann. Seine Verachtung für die Assassinenbruderschaft war so stark, dass er sie mit allen Mitteln auszulöschen versuchte. Töten Sie alle im Auftrag genannten Ziele. Yay! Also was ich immer wieder sehr geil an dem Spiel finde, ist die Grafik. Die ist doch der Wahnsinn, oder? Also für ein weder PC noch Konsolenspiel. Also da lässt sich echt nicht lumpen hier. So ein Ziel. Du auch noch. Ja, ja, komm. Erster Schlag kriegst du. Zweites Ziel. No? Finden Sie schnell ein Versteck. Finden Sie schnell ein Versteck. Wohin? Wohin? Nach oben. Einfach mal überrannt. I'm so sorry. Really, I didn't mean to do it. Du kannst mich schon beobachten, du Lump. Ich bin einfach zu schnell für euch. Viel zu schnell für euch, so schaut's aus. So. Da verstecken wir uns. Komm. Hopp.